Nein, nein! Ist das? Wunderschönen guten Morgen aus Köln. Also 15 Uhr, ne? Lukas! Extra, damit die auf ihrem Sofa chillen bleiben kann, bin ich aus Hamburg rübergefahren heute. Und vielleicht, weil ich die nächsten Tage mit Peyton in Österreich bin. Deine Vlogs sind so Opfer, ne? Ja, voll gut. Während Erik hier gerade die ganzen Podcast-Sachen aufbaut, ist Sandra einfach baden gegangen. Mach mal auf. Ich bin nackt. Und dann lass zu. Boah, seht ihr den Pickel? Ich weiß, ihr wollt den ausdrücken. Aber ich mach das später selber. Willst du drücken? Darfst du nicht. Ich bin manchmal wie eine Quote-Quappe. Ich vermehr mich immer. Nichts gegen dich, aber ich hab keinen Bock, dass in der Straße die Leute fragen, was ist das für ein komischer Typ? Was macht ein Wurm, wenn er frisst? Würmeln. Fahr mal zu deinen Eltern jetzt. Ey, Sandra, ich hab noch eine Frage, ne? Was? Wer ist das? Hey, Luca! Guck mal, ich hatte mal aus dem Kerl, der hat sein Passbild hier vergessen. Luca! Und dass die einfach mal einen Pick geschossen haben in deiner Wohnung. Ja. Das fand ich so legend. Die beiden Süßen, die haben jetzt Podcast fertig aufgenommen. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Den kenne ich schon. Was ist gelb und schießt? Eine Banone. Du hast die Witze durchgespielt, ne? Alle von mir. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Findest du mich auch so witzig? Ich find's cool, ja. Alter, ihr seid alle so deutsch. Ich glaube, Erik macht das die ganze Zeit ein Kompliment, weil er halt einfach bezahlt werden will. Ich bin gerade noch mal kurz in meine Kölner Wohnung hier rüber gegangen, weil der ja gerade umgebaut wird und... Ich erkenne nichts wieder. Auf jeden Fall fahren Peyton und ich jetzt zurück nach Mannheim, denn wenn ich hier noch länger bleibe, heute. Es ist einfach alles weg. Also ich frage mich wirklich nichts mehr bei den Städtenamen hier. Wir machen übrigens gerade einen Roadtrip nach... Ischgl. Österreich. Grützi. Gelbes Auto. Falls ihr euch fragt, warum wir nach Österreich fahren, das weiß ich auch nicht. Ich wollte nach Österreich. Sie wollte nach Österreich. Weil sie Wellness machen will, ich will Skifahren. Sie hat gesagt, okay, wir können auch Skifahren. Jetzt sind wir unterwegs, jetzt sagt sie, wir gehen doch nicht Skifahren. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Da wir jetzt noch 3 Stunden 57 vor uns haben, spielen wir jetzt ein Roadtrip-Spiel. Und zwar Stadt, Land, Beleidigung. A. Stopp. L. Stadt mit L. Soll ich schon sagen, direkt? Ja, Luzern. Ludwigshafen. Okay, machen wir weiter mit Land. Litauen. Was wollte ich sagen? Luxemburg. Okay, Beleidigung. Luca. Manchmal wünsche ich, man könnte Personen in Real Life blockieren. Dass ich dich einfach nicht mehr sehen oder hören müsste. Kleiner Tipp übrigens, falls ihr irgendwann entführt werden solltet und im Kofferraum liegt, was? Ja, wenn ihr entführt werdet, dann schaut euch dieses Video hier an. Wenn ihr im Kofferraum liegt und eure Arme sind irgendwie zusammengebunden oder so, tretet die Rückleuchten raus. Und dann könnt ihr dann Fuß raushalten oder so. Immer auf alles vorbereitet sein. Stell dir mal vor, da wird jetzt ein Fuß rausgucken aus der Rückleuchte. Das ist auch so ein richtiger Entführer-Bulli, ne? Sorry an mobile Kalibrierung IMC, ihr seid ein super Unternehmen, aber so Bullis machen mir immer Angst. Schnall dich besser an, wenn Peyton am Steuer sitzt. Wollen wir sehen, was du nicht siehst, spielen? Ja. Okay, ich fang an. Sehe, was du nicht siehst und das ist ein Opfer. Ja. Stau. Ja. Stehende Autos. Hagenschießsiedlung. Die Orte hier sind wie die Mülleimer in Hamburg. Neubärental. Wurmberg. Heimsheim. Bro, meine Stadt heißt doch auch nicht Stadt. Denkendorf. Da dürftest du ja nicht hin, ne? Und jetzt merken wir, dass wir in Bayern angekommen sind. Also wir sind jetzt gerade in... wegen Füßen. Wie findet ihr meine neue Rolex? Toiletten sollten immer kostenlos sein. Die Stadt, wo wir gerade herfahren, ist wie ich. Hart. Halt dein Schnauze, du kleinen Pisser. Er fährt jetzt, weil er sagt, ich bin scheiß Autofahrer. Also wir hatten in 2 Stunden 7 Gefahrenbremsungen und 3 tote Vögel. Das stimmt gar nicht. Das stimmt. Nein. Doch. Nö. Doch. Subway macht die besten Cookies der Welt. Wir sind in Österreich angekommen. Er lebt noch. Grüß Gott. Ich bin's, Luca.
Reden wir hier so? Ich weiß nicht. Wo wohnst du? Im Klaus. Und wo ist jetzt ProSieben? Mein Style ist heute einfach oberfresh. Was ist, wenn alle Pferde weggelaufen sind? Dann ist der Stall leer. Wir sind im Hotel angekommen. Und das Wichtigste ist erstmal bitte nicht schön dran zu hängen. Wir sind jetzt hier mal ein bisschen durch die Ischgler Innenstadt gelaufen. Und die ganze Stadt besteht aus Schieferleihläden und Bars. Wir gehen jetzt erstmal was einkaufen. Das fand er jetzt nicht so lustig. Versteht ihr wegen Fanta? Ich muss schon sagen, bei dem Joke Cola gehe ich gleich. Okay, ich Pepsi bisschen auf. Ey, was haben wir? Ich verstehe einfach nicht, was er sagt. Bin aber auch ganz ehrlich, normalerweise mag ich solche Witze auch nicht. Die Sprite-Kosten werden echt auch immer teurer. Versteht ihr wegen Sprite, Sprit-Kosten? Ich glaube, ich muss gleich rein. Die Witze sind aber auch ehrlich gesagt ziemlich speziell. Wegen, also Spezi. Quack, 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 quack. Ey. Kiss mal nicht so viel. Ich habe mich 24 Stunden nicht gemeldet. Aber wir machen gerade Spa. 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 Schnee. Das hier hinter mir sind übrigens alles Weinflaschen, die Sandra mal getrunken hat. Okay, was machst du da? Ich mach meine Schuhe sauber. Du hast keine Schuhe an. Hallo Alpakas! Gestern war übrigens hier in Österreich der komplette Himmel gelb. Ich weiß nicht, ob das auf dem Foto hier rüberkommt. Und das lag einfach an so Sahara-Winden, die von der Wüste Afrikas rübergeflogen sind bis nach Österreich. Und jetzt haben wir uns heute Morgen hier ins Auto gesetzt und bam! Es sieht einfach aus, als hätte uns einer aufs Dach geschissen. Da vorne ist übrigens die Zugspitze. Könnt ihr allerdings nicht sehen aufgrund der ganzen Scheiße hier auf dem Auto. Einfach Arschland. Der Ort heißt einfach See. Und der See in der Stadt heißt ein Ort, oder was? Wen wolltest du anrufen? Spider-Man, aber der hatte kein Netz. Was hat ein Kannibale unter der Dusche? Head and Shoulders. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. Weißt du, warum Polizisten immer eine Schere mit dabei haben? Damit sie den Dieben den Weg abschneiden können. Weißt du, krieg ich Comedy-Preis? Hab ich da eigentlich schon erzählt, dass ich heute aus dem Töpferkurs geflogen bin? Ich habe mich im Ton vergriffen. Das ist so unangenehm. Das ist nicht witzig. Was hat nur einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Wegen, also der Moos, Buchen. Wer denkt sich diese scheiß Namen aus? Du siehst einfach aus wie so eine 14-Jährige hier in der Kamera beim Fahren. Nein. Wenn du irgendwie so sitzt. So. Wie heißt es, wenn ein Engländer Regen verkaufen will? Sell Rain. Deine Witze sind so schlecht. Hä? Gar nicht. Ich habe jetzt mal die Kamera von Luca genommen. Er räumt da hinten gerade die Sachen aus. Aber ich beende jetzt mal den Vlog und erlöse euch mal von den ganzen schlechten Witzen. Tschüss.